Yo, was geht ab, Leute? Euer FravesHD ist wieder mal hier. Und zwar zeige ich euch heute einen richtig geilen RP. Genau, hier ist es ein RP bei GTA. 5000 RP pro ungefähr 50-60 Sekunden. Das ist ganz easy. Es ist wieder so ein geiler Weltrekord-Glitch, genauso wie ich gestern gepostet habe. Nur der geht hier auf Fahren Sie fort auf dieser Rennkarte. Also, was ihr dazu tun müsst, ist wie immer einfach hier am Checkpoint etwas chillen und jetzt werde ich bei 55 Sekunden reinfahren und dann fährt ihr einfach immer die Runden, chillt einfach wieder hier vorne ein bisschen und wie ihr oben schon sehen könnt, boom, 5000 RP. Und das ist natürlich für die Leute, die neu anfangen, zum Beispiel wenn er Level 1 ist und dann einmal so ein Rennen 5000 RP bekommt, wird er instant 10. oder 12. Level. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn man 20.000 RP machen würde, das ist 4 Runden Weltrekord machen, dann würde man auf Level 25 kommen. Und das Ganze dauert 4 Minuten. Wenn ihr ganz normal zocken würdet und hier auf 25. Level kommen würdet, müsstet ihr ungefähr locker 9 Stunden Spielzeit aufbringen. Und hier braucht ihr erstmal 4 Minuten. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon so richtig fette Level hier, 168, und das ist einfach nur der Hammer. Aber so viel Geld und so viel Level habe ich einem bestimmten Kollegen zu verdanken. Nochmal ein Gruß an den K-Town. Du weißt Bescheid. So, da fährt ihr halt wieder einfach rein. 5000 RP, wie ihr sehen könnt. Ich bekomme richtig viele Punkte. Mein Crew-Rang levelt sich und und. Leute, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, also ich suche noch viele Crew-Member. Es ist scheißegal, ob ihr auf der Xbox spielt, auf dem PC, auf der PS3, auf der PS4. Es ist sowas von scheißegal. Hauptsache, ihr kommt einfach in unsere Crew, weil wir wollen unbedingt so eine konsolenübergreifende Crew sein. Es ist für jeden offen und jeder ist willkommen. Wie ihr auch sehen könnt, es hat eigentlich eine ganz coole Crewfarbe und ein geiles Crew-Emblem. Genau, das war's dann eigentlich auch schon. Und wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu zocken, einfach easy adden. Unten steht alles, wie ihr an was kommt. Genau, und ihr wisst halt Bescheid, abonnieren, liken. Das ist das Wichtigste. So, jetzt zeige ich euch noch, jetzt ist das Rennen fertig. Jetzt zeige ich euch halt, wie und was ihr einstellen müsst, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Das Wichtigste ist, ihr müsst auch beachten, dass rechts unten Strich, Strich, Strich steht bei Weltrekord. Also da müssen so gestrichelte Linien sein. Ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Das heißt dann, dass es entweder bei euch gepatcht ist oder weiß Gott aus welchen Gründen noch. Das ist aber ein bisschen komisch, weil manchmal ist es so, dass man auf der PS3 funktionieren ein paar Glitches und auf der Xbox funktionieren sie dann nicht. Auf der PS4 funktionieren sie. Ja, das ist immer so eine komplizierte Sache, aber im Normalfall sollte das bei jedem funktionieren. So, was ihr machen müsst, ist, normalerweise sehen die Einstellungen so aus. Also meiner Meinung nach ist es am besten, ihr stellt auf 6 Runden ein. Lasst alles normal, außer aufholen. Das muss auf ausgestellt sein. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Dann startet ihr das Ganze und das war's eigentlich auch schon. Es ist so easy, Leute. Also das kriegt jeder Mensch hin. Egal ob dumm, klug, 14, 12, keine Ahnung. Also ihr wisst Bescheid, ne? Daumen hoch. Also, euer FravesHD. Ciao.